In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie man eine Fassade tachymetrisch aufmisst. Für dieses Beispiel werden das Tachymeter Zoom 90 und die Software XPad von Geomax verwendet. Wir verwenden die Fassade als Referenzachse, damit der Plan danach ausgerichtet wird. Dazu wählen Sie Stationierung, Neue Stationierung und Referenzachse. Jetzt wird als erstes der Koordinatenursprung, die linke Gebäudeecke, gemessen. Verwenden Sie als Ziel reflektorlos und zur optischen Unterstützung können Sie auch die Laserpointer aktivieren. Danach benötigen wir die Achsenrichtung, ein Punkt auf der Fassade. Mit Stationierung akzeptieren sind wir in der Lage, stationiert. Jetzt können Sie noch eine Höhenstationierung durchführen. Gehen Sie hierfür erneut unter dem Reiter Vermessung auf Stationierung und wählen Sie daraufhin von Punkt aus. Geben Sie anschließend Ihre gewünschte Höhe ein. In diesem Beispiel wird ein System-Rotbucher-Meterriss verwendet, welcher auf der Höhe 1 Meter angebracht ist. Visieren Sie den Punkt an und messen Sie diesen ebenfalls reflektorlos. Jetzt wird die Instrumentenhöhe in Bezug auf den Höhenpunkt angezeigt, den wir noch bestätigen. Nun können Sie mit Ihren Messungen beginnen. Gehen Sie hierfür unter den Reiter Vermessen auf den Menüpunkt Messpunkte. In unserem Beispiel wird eine Eingangstür und zwei Fenster reflektorlos als Linie aufgenommen. Rechts unten können Sie einen Code auswählen oder eingeben. Der Code entspricht dann auch gleich dem Layer. Links im Messmenü können Sie von Punkt auf Linie wechseln, um die Punkte gleich mit einer Linie zu verbinden. Mit Messen und Speichern können Sie eine Messung direkt auslösen. Wenn Sie noch Informationen vor dem Speichern anhängen möchten, verwenden Sie am besten die Funktion Messen. Wenn Sie eine Linie beenden oder schließen möchten, tippen Sie links auf das Liniensymbol. Hier finden Sie auch andere Zeichenfunktionen, die Sie einfach mal ausprobieren können.